So Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Minecamp. Ich kann nicht mehr sprechen. Ja, wir waren ja hier gerade stehen geblieben, da haben wir den lieben Extremverzock getötet. So, und ganz auf den Kommentaren wurde gespammt, ich soll doch in die Höhle gehen. Aber ich bin doch da reingegangen und da war doch nichts. Also, wie gesagt, hier ist nichts. Also, hier gibt's nichts. Und ja, also wir wollen endlich mal die Challenge machen, das Haus machen. Ich mache was ganz Hießliches, einfach nur damit ich es fertig habe. So, die Türen sind sogar zu. Irgendwo mal offen ist, das gucken wir noch, bevor wir wieder zurückgehen. So, ich kann auch gleich nicht mehr sprinten. Nee, hier wurde alles sorgfältig zugemacht. Gut, dann gehen wir erstmal zurück an den Strand. Ein Bötchen hatten wir sogar noch. Und ja, also ich bin mal gespannt, wie auf die weiteren Quests die folgen werden. Ich werde mal gucken, wie weit das Weizenfeld ist, weil ich bin ja wieder out of food und sowas. So, zack, zack. Ach, kacke, ich kann nicht mehr sprinten. Egal, dann bauen wir uns mal hoch. Darf ich das überhaupt jetzt hier im Block platzieren? Ist ja nicht schlimm, ich starte ihn ja nicht. So, hier irgendwie darüber ging das dann. Ja, auf jeden Fall, wie ihr seht, habe ich immer noch keine Minimap. Also, ich bin momentan viel mit, habe viele Mods wieder drin draußen, wegen Lucky Blocks, wegen Christmas Town etc. Und die Mods sind nicht kompatibel untereinander und ich möchte natürlich auch keine Minimap anmachen, wenn ich PvP mache. Mich regt das ziemlich auf, die ganze Zeit das wechseln zu müssen dann. Klar, man kann da Version wechseln, aber keine Ahnung, trotzdem, ich finde es blöd, ich habe keine Lust. Da, die Faulheit siegt mal wieder. Auf jeden Fall, ja, aber sonst, Minimap ist schon halt ein krasser Vorteil, meiner Meinung nach. Mal gucken. Also wenn ich sehe, dass es viele Teilnehmer irgendwann mal reinmachen, dann mache ich es auch rein momentan. Sehe ich aber fast keinen. So, jetzt muss ich erstmal wieder ja, die ganze Insel umrunden. Zum Glück haben wir ein Boot, sonst wird das ja deutlich länger dauern. So, ich würde mich nur tierisch freuen, wenn endlich genug Essen da ist. Auch eine coole Info ist, endlich ist Keep Inventory aus. Das heißt, wir können jetzt andere töten und bekommen auch deren Inventar. Das war wohl nur ein Fehler auch aus Versehens. Also von daher, jo, freue ich mich. So, dann ja, bin ich auch jetzt sehr glücklich. Ich habe gerade eben meine letzte Klausur geschrieben für dieses Jahr, kann man sagen. Also nicht für Schuljahr, sondern dieses Jahr. Das war eben Bio. Ja, über Dings da. Jetzt habe ich. Wie heißt das jetzt? Lol. Das ganze Schiff wurde hochgesprengt. Ach, stimmt, hat irgendjemand geschrieben. Lol. Jetzt habe ich den Namen von dem Oberthema vergessen. Was bin ich denn für ein Downy? Ich schreibe darüber. Mit Genen auf jeden Fall. Wie ist das Oberthema? Nicht Evolution, das kommt als nächstes. Wie ist das Oberthema? Mein Gott. Mit Genen auf jeden Fall was. Genetik. Boah, Mann, bin ich blöd. Ah. Oh, Genetik hieß das Ganze. So. Endlich. Wo geht's da rein? Ich glaube, da vorne muss man rein. Und da ist es dann irgendwo. Ja, dann werden wir mal hier anlegen. Ich würde sagen, kann man das hier abbauen einfach, ohne dass es Schrott geht? Ja, sehr schön. Gut, dann, ja, wir sind echt ziemlich am Verhungern. Dann zwei Wheat haben wir ja immerhin noch. So. Zack, ja, besteht sein AR97, also wir sind immer noch mit den Toten zurück. Ich weiß gar nicht, ich glaube, man kriegt auch Belohnungen dafür irgendwie dann, wenn man, Dings da, wenn man, ja, die wenigsten Tote hat und sowas. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, werden wir sehen. Zack, zack, so hier weiter hoch irgendwie in die Ecke. Es ist noch sehr verwirrend, ich finde den Dschungel echt nice, weil man sich hier wirklich auch richtig durchkämpfen muss. Irgendwo muss, dann wäre natürlich Nacht, wäre es angenehmer, das hört sich jetzt blöd an, aber weil man dann doch da hinten ist. Sehr schön, also wir werden uns jetzt auf jeden Fall erstmal ein krüppeliges Haus bauen. Es kann sein, dass gleich das Telefon klingeling macht, das könnte passieren, dann werde ich ganz kurz einen Minicut machen. Und danach geht es dann ganz normal weiter. So, ja, wer es immer noch nicht mitbekommen hat. Mein Camp gibt es jeden zweiten Tag. Und Christmas Town gibt es jeden Tag. Und dazwischendurch versuche ich PvP zu machen. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ja, so ist das. Ja, also. Jo, gut, das ist halt der Verlauf von dem Ganzen. Ja, jetzt kam eine E-Mail. So, zack. Ich spreche voll abgebrochen. So, voll guter Redner. Ich sollte aufhören. So, also, wir sind da. Ja, lol, das hat sich hier dezent verändert. Seit der letzten Aufnahme. Aber wirklich nur dezent. Hier wohnen Cube und Julia. Aber da geht es doch zu unserem Höhlensystem, oder?
Oder auch nicht. Okay, oder auch nicht. Wo ist denn unser Höhlensystem mit unserem Feld auch? Da drunter. Hier rein. Das hat jemand schön zugemacht auch. Hä? Ich bin... Da unten. Da unten. Da sehe ich es doch. Schön. Ja, die waren da oben vielleicht am Bauen anscheinend. Oh, das sieht aber hier schon gut aus. Ich habe auch ein kleines Haus gebaut. Ja, auf jeden Fall. Was sind das hier für Truhen? So, auf jeden Fall gehen wir mal zu unserem Feld. Ja, dann werden wir uns jetzt auch ein Haus bauen. Wahrscheinlich auch noch da oben erstmal. So, zack. Dann geht's hier nach unten. Ich hoffe, die haben das Feld jetzt nicht verlegt und ich habe das nicht mitbekommen dann. Auf jeden Fall sieht das schon wie eine ziemlich geile Stadt aus, muss ich sagen. Nee, das ist, und es ist komplett gewachsen. Wie schön. So, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Dann haben wir das jetzt hier gleich. So, dann müssen wir auch dringend mit dem Hausbau anfangen. Also ich baue kein schönes Haus. Also, ich werde auf jeden Fall auch danach da oben gehen. So, jetzt haben wir 37 Brote. Da machen wir auf jeden Fall uns alles selber. So, und das ist das Telefon. Kurz, zack, Minicut. So, da bin ich auch wieder zurück. So, ja, ich muss jetzt schnell was essen. Zack. Zack. So, dann ja, nehmen wir erstmal unsere Sachen mit, die wir alle brauchen für ein Häuschen. Da ist noch die Seeds da rein, das brauchen wir auch nicht. Ja, ich würde sagen, dann erfarmen wir es uns einfach. Irgendwo Eisen noch, bestimmt. Na gut, dann gehen wir in unseren Lagerraum unten. Zack, 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 zack. Na komm. Zack, dann, hier war der ja, das ist ja allgemein bekannt, dann haben wir hier, ja, machen wir die Anna, wollen wir nicht übertreiben. So, machen wir jetzt einfach eine Eisenaxt, das ist jetzt eins zu viel, aber egal. Zack, dann fahren wir einfach ein paar Bäume, dann machen wir einfach was auch mit Dschungelbäumen, ist ja nicht so schlimm. So, immer alles zu, alle Türen, umso mehr Türen zu, umso mehr Sicherheit, dass da wirklich niemand raus oder, ja, richtig reinkommt, eher gesagt. So, jetzt ist es Nacht, dann... Ja, ich würde dann sagen, wir bauen dann hier alles auch im Dschungel-Style. Das heißt, alles mit Dschungelholz. Ja, also... Gut, da baut jemand anders. Ich muss erstmal gucken, ich gehe am besten einen Tick runter. Ich glaube, hier sollte ein Stamm sein, oder? Hier aber jetzt alles voller Stämme. Einfach mal abbauen. So, am besten, wenn es geht, auch immer alles, damit auch schön die Blätter verschwinden, weil die sind dann recht nervig. Da haben wir doch den Baum schon auch einigermaßen weg. Ja, zum Glück, ja, das Monster spawnen ja nachts nicht. Manchmal ein bisschen zum Glück, manchmal auch zum Pech. Weil natürlich so Knochen und sowas wird natürlich einiges vereinfachen. Auch natürlich werden Bogen dann cool, etc. Aber vielleicht findet ja man eine Mine hier. Aber das ist alles vorgeachtet. Stimmt, es gibt ja keine Minen hier. Alles war vorgeneriert. Mist, Mist, Mist. Aua, das tat weh. So. Dann, ja, das wird noch lange nicht reichen. Wie viel haben wir dann? Gerade mal 18. Wenn wir die Balken alle auch aus Dschungelholz machen wollen. Also, ja, ich habe wenig Lust, hier viel zu bauen. Ich werde auch hier nicht viel bauen. Deswegen auch jeden zweiten Tag. Wenn ihr was sehen wollt, wo ich baue, dann könnt ihr gerne bei Christmastown vorbeischauen. Weil ich dort auch Projekte mit dem Weihnachtsmarkt werde ich da bauen, etc. Also, richtige Sachen. Da werde ich mir auch Mühe geben. Also, da werde ich nichts hinklatschen. Hier möchte ich aber schon mehr erleben, kämpfen, etc. Irgendwie, ich glaube, dass ich ein bisschen, naja, das Projekt falsch gedacht habe, weil manche sehen das so eher als Spaß, Bauprojekt. Also, keine Ahnung. Also, ich möchte eigentlich eher kämpfen mehr. Also, keine Ahnung. Also, ich habe hier Lust auf ein Kampfprojekt und deswegen, ja, dann werden die halt zum Kampf gezwungen. Ich denke, ja, bis zu einem bestimmten Grad kann man das ja auch mal machen. Ist ja auch mal ein bisschen spannend, hier Kampf zu haben. Und wie gesagt, ich habe gerade eine Kuh gehört. Ja, es gibt immer wieder Tiere, die sind wohl noch vorgeneriert gewesen, aber ja, die dürfen wir halt eigentlich nicht haben, weil die werden sonst getötet. So, jetzt habe ich sehr viel Holz bekommen, 60, sehr schön. Dann werden wir jetzt mal hochgehen, auch ganz nach oben, denke ich, und dann bauen wir da mal unser Haus hin. So, mittlerweile kennen wir auch die Karte hier einigermaßen. Ich war ja offscreen jetzt auch ein, zwei Mal bei Leuten dabei. Ja, aber, ja, bisher war es jetzt ein, zwei Mal. Ich glaube, bis jetzt einmal nur bei Tom's Play. Das war's schon. Und ja, so, dann erstmal hoch. Zack, zack. Da ganz nach oben. Das ist auf jeden Fall hier schon mal cool gebaut. Da hat jemand hier sein Haus gebaut. Ich würde einfach mal sagen, wir schließen uns dem Ganzen mal an. Da ist jemand. Ah, das ist ein riesen Konstrukt hier schon.
Das brauchen Cube und Julia, das ist zu groß. Wer wohnt denn da oben? Da wohnt da niemand. Könnte natürlich auch hier vorne. Ja, keine Ahnung, wer sich da hier was vorbereitet hat, hat jetzt Pech gehabt. Das claimen wir jetzt einfach. Ihr baut jetzt. Das gehört jetzt, oder? Ist das da gut? Ist natürlich schon cool abseits, aber hier könnte man auch. Wisst ihr was? Wir machen uns einfach hier so eine kleine Brücke. Schön weit. So, schön weit nach vorne. So, hier schon in der Luft und dann werden wir hier mal unser Häuschen bauen. Damit wir auf jeden Fall die Quest schaffen, bevor irgendwas ist. Es ist jetzt schon Samstag, nächste Folge kommt dann nämlich Samstag, kacke. Das heißt, ich muss das Haus auf jeden Fall diese Folge fertig machen. Ja, wie gesagt, es muss ja nur stehen, es muss ja nicht schön sein, es könnte auch so ein Dreckteil sein. Ja gut, das ist ja kein Haus, das könnte man noch streiten, aber ja, ich werde auf jeden Fall ein Haus machen. Viele Funktionen soll es ehrlich gesagt nicht erfüllen. Da soll ein Bett, brauchen wir auch nicht mal. Also im Endeffekt ist es nur, soll es als Lagerraum dienen für Items, die dann wir nicht mit der Gruppe teilen wollen. Natürlich wollen wir auch viel teilen untereinander, das heißt, erfahren eigentlich in Gruppentouren tun, das haben wir aber auch schon. Aber ich denke so, ein paar Sachen will man doch auch selbst noch behalten. Ich denke, das sehen auch die anderen auch so, ich bin ein Idiot. So, kann ich mal direkt gucken, wie gut ich hier wieder hochkomme. Mann, komm schon hier. So. Komm, so, zack, zack. Ja, so halb. Nehme ich lieber Dirt. Sieht hässlich aus, weg damit. So, dann können wir nämlich jetzt hier die Stämme dran machen. Die finde ich nämlich schöner. So, natürlich auch gerade sein. Wahrscheinlich verliere ich den jetzt. Jep. Alter, was ist denn hier los? Den habe ich zumindest wieder. Was ist denn hier los? Okay. Wenn man das so seitlich baut, kann das sein. Da machen wir es anders. Ach komm, das ist einfach dahin. Machen wir da drunter normales Holz einfach. Ja gut, das mache ich beim nächsten. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja, wir machen was ganz hässliches. 1, 2, 3. 4. 4. Oder? Ne, das ist gut. 1, 2, 3, 4. Okay, dann machen wir das jetzt hier noch alles zu. Ein Flachdach drüber und dann haben wir unser Haus. Dann haben wir diese Quest auch auf jeden Fall erledigt. Bevor dann wirklich unser Team deswegen nicht die Quest bekommt, weil ich jetzt hier gepennt habe und keine Lust hatte, ein Haus zu bauen. Das ist natürlich blöd. Da hier geht es auch ein bisschen auf Teamwork. So. Nur weil jetzt ohne Fenster hässlich ist. Das ist mir ziemlich egal. Da, also wir werden es auch einen Tick verschönern, also auch ein bisschen Ordnung reinbringen. Das machen wir noch, aber dann soll es auch gut sein. So, wir haben es nicht mal symmetrisch gebaut. Stark, dann machen wir es, aber dann zwingen wir es, symmetrisch zu werden. Wenn es nicht passt, wird es passend gemacht. Hier für ganz philosophische Sprüche. So, zack, und schon sieht es wieder gut aus. Na komm. Zack, zack. Ich würde mal sagen, wir machen doch ein bisschen, dass es ein bisschen gut aussieht. Machen wir es hier ab hier spitz. Sparen wir auch ein bisschen Holz. Zack. So, hier. Und dann. So, da muss eigentlich jetzt nur noch vorne die Wand dran. Aber wir gehen wirklich out of Holz. Das wird nicht reichen. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall noch einen Dschungelbaum erfarmen. Dann nehmen wir den hier vorne einfach. Oder? Und dann, wo wir uns gerade runterbauen können, den hier zum Beispiel. Ja, geil. Wie viel Fallschaden wir schon kassiert haben, aber zum Glück haben wir eine Dia-Rüstung. So, da war eine Fackel, aber egal, wir fahren das ganze Ding hier ab. So, reicht das? Ne, einen Baum müssen wir noch machen. Ja, wir wollen ja auch noch eine Tür machen, etc. So, und jetzt müssen wir irgendwie wieder hochkommen. Ja, das Brot verbrauchen wir auch gerade gut, die Folge, aber ich denke, ja, so. Dann sind wir jetzt endlich da. Zack, 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 zack. Haben wir uns das vorne zu. Das ist das wunderschönste Haus in dem ganzen Projekt. Der Crafting Table gehört jetzt einfach mir. Das ist mein Crafting Table. So, machen wir vorne noch ein Schild hin. Weiß, weiß Haus. Und dann haben wir die Challenge erledigt. Juhu, das ist voll mit Liebe gemacht. Ich denke, das ist das schönste Haus im ganzen Projekt, oder? Ja. Also nennt mir ein schöneres Haus und jeder bekommt hier 1000 Euro geschenkt. Aber da muss wirklich ein schöneres Haus sein. Das glaube ich euch nämlich nicht, wenn das ihr sagt dann, dass es ein schöneres Haus gibt.
Niemals. Das kann nicht sein. So ein Haus existiert nicht. So. So. Oh, wie schön. Wundervoll. Wundervoll. Okay, jetzt sagt er noch ein Schildchen. Weiß Haus. Da machen wir auch noch Druckplatten hin. So. Weiß Haus. Weiß Haus. So, das schönste Haus der Welt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen mit dem wunderschönsten Haus der Welt. Das kommt erstmal aufs Thumbnail. Das ist doch wirklich das Dreckshäuser hier. Guckt euch das Haus hier an. Das ist das einzig wahre Haus. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.